Last but not least möchte ich also den Hausherrn hier begrüßen, den Robert Matzinger, bei dem ich mich bei der Gelegenheit gleich bedanken möchte. Er ist seit über 10 Jahren mit uns diese Linux-Wochen mitorganisiert. Ohne ihn gäbe es diese Veranstaltung, zumindest hier in dieser Form, schon sehr lange nicht mehr. Und er wird uns etwas über Videograding vortragen. Ja, danke schön. Dank retour. Ohne den Internetclub Burgenland gäbe es die Linux-Wochen schon gar nicht. Ja, ich freue mich auch, dass das jedes Jahr klappt. Ich freue mich, den Linux-Wochen auch manchmal sozusagen so richtig praktische Dinge präsentieren zu können. Böse Zungen möchten meinen, das wäre vielleicht Bastelei. Jedenfalls ist das etwas, was mich auch umtreibt. Zum Beispiel die Frage, warum funktioniert das nicht gut? Also einer meiner technischen Grundsätze ist ja immer das kennt man. Und ich werde mir erlauben, über die ersten Folien jetzt relativ schnell drüber zu gehen, sonst bleibt mir keine Zeit für die Demo am Schluss. Denn so einen ähnlichen Vortrag habe ich voriges Jahr schon gehalten. Aber es gibt doch die Gefahr, dass einige ihn nicht gesehen haben. Andere haben mir gesagt, sie hätten nur die Hälfte verstanden. Es gibt also jetzt die Gelegenheit, die zweite Hälfte zu verstehen. Und außerdem gibt es also wirklich ein paar ganz wesentliche neue Features bei der ganzen Sache, die sich innerhalb des letzten Jahres in meinem Kopf und innerhalb der letzten 2 Wochen in meinem Rechner entwickelt haben. Ich komme hauptsächlich von der Fotografie und ich habe irgendwann einmal gesagt, ich würde gerne Videos machen und habe dann mich umgeschaut. Also es geht mir nicht um die Art von Videos, wie der Michael das macht, dokumentarisch, sondern ich hätte gern Feature-Filme machen, irgendwas, wo es wirklich um das Bildmaterial geht. Und wenn ich dann am Schluss ein Video von 5, 10, 12 Minuten Länge habe, das wirklich was sagt, das was ist, dann ist das ungefähr das, wo ich hin möchte. Ich bin immer noch Amateur, ich will also tolle Bilder, ich muss es nicht schnell publizieren, ich will auch keinen Profit damit machen. Und deswegen habe ich umgeschaut, Cinema Quality geht es darum, geringe Tiefenschärfe, da geht es um große Sensoren, da geht es um wechselbare Linsen. Und in diesem Bereich ist die Nachbearbeitung, das Post-Processing eigentlich immer Bestandteil des Arbeitsprozesses. Das heißt, die Kameras in dem Bereich liefern Rohvideos, die man dann irgendwie weiter bearbeiten muss. Das schaut zum Beispiel so aus, die erste Quelle ist von der Blackmagic Werbeseite, die sagt, okay, so wird es ausschauen mit einer Spiegelreflexkamera, so schaut es roh aus und so wollen wir es eigentlich haben. Und das ist ein eigenes Video, so schaut es aus, selbst wenn ich schon gegradet habe, aber halt so mit einem automatischen Prozess, wie einer Consumer-Kamera entspricht, so schaut es aus, wie ich es dann am Schluss gerne sehen möchte. Und besinnen wir uns auf die Grundlagen. Das menschliche Auge hat Stäbchen und Zäpfchen. Die Stäbchen sind für die Helligkeit, die Zäpfchen für die Farbe. Und wir können eigentlich nur 3 Spektralfarben wahrnehmen. Das ist grob gesagt Rot, Grün, Blau. Und darauf reduziert sich alles. Und alles, was wir über Bild und Video machen, ist eigentlich ein Betrug an der Physik, der so geeignet ist, das menschliche Auge gleich zu reizen, wie ein entsprechendes physikalisches Bild es würde. Wie weiter? Dann werden Bilder gepixelt. Jedes Pixel wird aufgelöst in die 3 Spektralfarben. Und wenn wir das hintereinander stellen und in der Zeit ablaufen lassen, erhalten wir ein Video oder besser gesagt einen Film. Das ist heute noch immer so wie früher. Jetzt kommt aber anders als in der Fotografie, wo wir es meistens mit RGB zu tun haben, sind die Farbmodelle hier anders. Video findet meistens im JUF statt. Also das kommt aus der Tradition der Schwarz-Weiß-Fernsehen, wo man gesagt hat, da hatte zuerst Schwarz-Weiß und die Farbe hat man später dazu gebaut. Also Y ist praktisch die Helligkeit, UV ist eine Rechenvariante des Farbmodells. Das ist also das Bild, das ist die Y und das sind U und V und aus dem kann man das Bild rekonstruieren. Und dazu kommt, dass der Mensch mehr Stäbchen hat als Zäpfchen, das heißt die Farbinformation wird vom Auge nicht so scharf wahrgenommen als die Schwarz-Weiß-Information. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu komprimieren und einfach die Farbe weniger scharf zu machen als die Helligkeit und das Auge wird es nicht merken, weil es die Farbe nicht schärfer sehen kann. Und es gibt diese Kompressionsarten. Was haben wir noch an Dingen, die wir so haben? Bildqualität, also verlustreiche Bildverfahren. JPEG kann so ausschauen und so ausschauen.
Das kennen wir alle, Keyframes und Deltaframes in Videos, wo also nur die Unterschiede übertragen waren, dann auch noch aus der Fernsehtechnik stammend, Interlaced Videos versus Progressive Videos. Also Interlaced heißt, in jedem zweiten Bild steckt nur die halbe Bildinformation und die werden überlappend übertragen. Progressive heißt, jeder Film kommt wie im Filmprojektor einer nach dem anderen. Dann wollte ich noch hinweisen auf den Unterschied zwischen Container und Codec. Es gibt verschiedene Container und in denen können verschiedene Codecs sein. Okay, so viel mal die Grundlagen. Was uns beschäftigt, hier sind eben nicht die Consumer-Codecs, sondern Codecs für Bildproduktion, allen voran ProRes, am besten gleich als 10-Bit-Variante oder noch schärfer RAW-Files. Also RAW-Files sind im Wesentlichen die Abbilder vom Chip in einem großen Verzeichnis durchnummeriert. Mehr liefert die Kamera nicht. Und hinten raus wollen wir irgendwas zumindest ein gutes Motion JPEG kriegen. Also Motion JPEG heißt auch, es gibt keine Delta Frames, sondern jeder Frame wie schön einer nach dem anderen im Video gespeichert. Dann können wir gut daran weiterarbeiten. Das Problem sind die Speichergrößen. Auf einer 64-Bit-Karte kriege ich gerade mal 23 Minuten in RAW, 53 Minuten in ProRes und immerhin 3,5 Stunden auf Motion JPEG, da sieht man also die Unterschiede. Ja, das ist so der Tools of the Trade. Wie gesagt, das ist eigentlich, wofür es gedacht ist und interessant wurde das Ganze seit die Blackmagic Pocket, also ich will ja keine Werbung machen, aber das ist einfach so, die Blackmagic Pocket heraus ist nämlich die billigste und kleinste Kamera, die all das kann. Die GH4 muss man sich genau anschauen, kann das wahrscheinlich auch. Auf die Axiom-Beta wollte ich noch hinweisen, das ist eine Open-Hardware. Das ist ein Open-Hardware-Projekt, die angeblich schon produzieren. Ich habe es nicht nachgestellt. Aber die Methoden, die ich hier vorstelle, lassen sich natürlich für einfachere Kameras auch verwenden. Gut, und wenn ich jetzt über Grading rede, da geht es also hauptsächlich um die Farbanpassung. Ja, wie soll das Bild, wie sollen die Informationen vom Sensor dann tatsächlich in den Farben dargestellt werden? Bitte nicht verwechseln, es geht nicht um Videoschnitt, das ist was vollkommen anderes. Die Tools, die es da gibt, kosten also zumindest im dreistelligen Euro-Bereich, ich habe sie nicht getestet. Blackmagic gibt für seine Kamera eine Lite-Version heraus. Allerdings habe es mir nirgendwo gelungen, die zu installieren. Nach Manuel bin ich zu der Überzeugung gelangt, die braucht spezielle Hardware, also habe ich auch da Kosten. Ich müsste meinen Rechner mit Windows mit einer ganz speziellen Grafikkarte herrichten, um dann das dort darauf zu platzieren. Oder einen auch nicht unter 5.000 Euro zu habenden, relativ hochklassigen Mac, dort läuft das auch. Also und an und für sich so eine Station, so wird das professionell gemacht, muss man mit 30.000 Dollar ungefähr ansetzen. Das ist so der Bereich, wo die Profis arbeiten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will dieselben, ich habe das mit dem DaVinci Resolve mal versucht. Das Einzige, was in einem Emulator, das Einzige, was ich geerbt habe, war ein Segfold. Also das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ich möchte hier mit diesen Tools auch überhaupt nicht konkurrieren. Sondern ich suche was für meinen Zweck als Amateur. Und was kann ich in die Bresche werfen? Geld habe ich ganz übrigens eine allgemeine Grafik zu Open Source Tools. Ich habe Zeit, ich habe Hirn und ich habe Software. Und damit löse ich das Problem genauso gut, wenn auch langsamer. Ich gehe immer gerne auf Command Line, weil das hat den Nutzen. Ich habe reproduzierbare Resultate, ich kann meine Skripts archivieren, ich kann sie jederzeit in ein SVN oder Git schmeißen. Ich habe einen Langzeitnutzen und ich habe mir gedacht, es ist gescheiter, ich vertiefe mich da, als ich versuche nochmal das DaVinci Resolve oder so irgendwas aufzusetzen, weil wenn ich da Zeit investiere, das schließt auch an die Diskussion gestern an, dann werde ich mir vielleicht länger brauchen, aber ich werde mir Wissen erwerben, das mir erhalten bleibt. Dieses Wissen kann ich jederzeit frei einsetzen, weil die Tools, für die ich mich selbst anlerne, mir jederzeit zugänglich sind, ohne weitere Kosten. Aha, hoffentlich merke ich mir das. Und außerdem kann ich dann sehr gut Rendering auslagern auf irgendwo hin, weil ich brauche eigentlich nur Datenübertragung, SSH-Verbindung, ich werfe das dort an und schon rendert der Rechner vor mich hin.
Und was noch dazu kommt, es gibt fantastische Command-Line-Tools am Sektor Video- und Bildbearbeitung. Allen voran FFmpeg, das Swiss Knife mit einer Anzahl an Filtern, die sind atemberaubend. Man liest, glaube ich, allein 2 Tage an der Dokumentation. Und die ist aber leider relativ schlecht. Das heißt, wie man es dann wirklich macht, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die das echt exzessiv einsetzen. Meistens nur für sehr einfache Sachen und die wirklich die schwierigen Sachen haben mich schon einige Tage experimentieren gekostet, um da zu finden. Hat aber einige Nachteile, auf die ich noch einkomme. 48-Bit-Rechnung funktioniert nicht und Halt-Siluts funktionieren auch nicht. Ich werde noch erzählen, warum ich das unbedingt brauche. Image Magic kennen auch viele, ist eher eine Religion als ein Tool, aber ein unglaublich mächtiges Bildbearbeitungswerkzeug auf der Command-Line. Ich habe sogar mal im Unterricht verwendet, weil ich denke, das beantwortet Fragen wie, ich habe ein Bildarchiv mit 100.000 Bildern und ich hätte das gerne in dem und dem Format. Das ist mit einem Photoshop ein bisschen langwierig. Das ist gescheiter, ich mache mal ein Skript und lasse das einfach drüber laufen über Nacht. Verwandt damit Graphics Magic. Das ist ein Fork von Image Magic, hat weniger Möglichkeiten, aber ist in gewissen Bereichen deutlich schneller. Und es installiert nicht von Haus aus mit 48-Bit-Arithmetik, sehr mäßig dokumentiert. Und GMIC habe ich auch noch gefunden, das ist ein sehr spannendes Projekt, weil es nämlich unter anderem die besten Noise Reduction Methoden implementiert hat, die es überhaupt nur auf der Welt gibt. Da stecken also etliche Mathematikdissertationen drinnen. Die praktisch einfach ihre Dissertation zum Thema Noise Reduction halt dann in GMIC beispielhaft implementiert haben und es ist dann in dem Projekt geblieben. Es ist erstaunlich, was das rausholt. Da gibt es eine Menge Tricks. Das kann halt die Halt-Siluts nicht. Das heißt, im Ende, ich werde noch darauf einkommen, was das ist und warum ich die unbedingt brauche. Ja, und dann etliche andere Tools auf der Command-Line, OpenCaller.io zur Konversion von Lookup-Tables, DC-RAW zum Extrahieren von RAW-Files und dann halt auch schon die Grafiken-Tools, schließlich wollen wir ja Videos haben, GIMP, Geeky, FFPlay, VLC, also die Standard-Tools. Das ist meine Toolbox und mit diesem Werkzeugkoffer habe ich versucht, an das Problem heranzugehen. Ein paar Besonderheiten, ich will es nicht im Detail durchgehen. Die meisten Dinge, OpenCaller.io, Image Magic, MIG, installieren sich praktisch out of the box. Für FFmpeg brauche ich ein anderes Repository, okay, geht auch noch. Graphics Magic muss ich extra übersetzen, sonst hat es keine 48-Bit-Arithmetik an Bord. Da gibt es aber auch Anleitungen, schlimmstenfalls hier dieses Slide, damit ich Graphics Magic mit 16-Bit-Unterstützung bekomme. Ja, und dann wäre natürlich mein Ideal gewesen, weil das würde auch am schnellsten gehen. Ich konstruiere einen endlosen Command-Line-String, also werfe den ins NFFmpeg, lasse das über das RAW-Clip drüber laufen und kriege mein fertiges Grade. Leider hat sich herausgestellt, dass das so einfach nicht ist, weil eben FFmpeg 2 wesentliche Dinge nicht oder derzeit nicht kann. Die 48-Bit-Verarbeitung kann es nicht und die Halt-Siluts sind buggy. Sollte es eigentlich können, aber de facto funktionieren sie nicht. Was sind Halt-Siluts? Ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, du kennst es nur vom Lesen, wie dem auch sein mag. Unterscheiden wir mal 2 Phasen, die wir haben. Das eine ist die reine Farbkonversion, wo ich sage, wie möchte ich die Farbkomposition in meinem Bild haben? Und das zweite sind dann die bildverbessernden Methoden, Sharpening, die Shaking, die Noising, und alles weitere. Und widmen wir uns mal nur dem Thema 1, Farbkonversion. Warum brauche ich 48-Bit Farbtiefe? Wenn ich so ein Bild aus einer normalen Kamera kriege, mit also 8-Bit alias 24-Bit Farbtiefe, und ich hebe da irgendwie die Schatten an oder grade das irgendwie hin, dann schaut mein Histogramm so aus. Weiß jeder, was ein Histogramm ist? Wer weiß es nicht? Okay. Da sammle ich einfach die Häufigkeiten der Pixel. Ja, ich sage, das sind meine Pixel von schwarz bis weiß oder von ganz rot bis, also kein rot bis ganz rot, kein blau bis ganz blau, kein grün bis ganz grün und sammle die Häufigkeiten. Wie viele Pixel gibt es mit der Farbe? Und die trage ich in einem Balkendiagramm auf. Ja, das heißt, in dem Bild sehe ich, es gibt relativ viel dunkle Stellen, es gibt kaum etwas, was so mittelgrau ist und es gibt relativ viel Helles, aber nichts, was ganz weiß ist.
Das sagt mir das Histogramm. Jetzt deswegen ist das sehr aussagekräftig. Wenn mein Histogramm so ausschaut, sagt mir das, dass hier viele Farben fehlen, weil das sind die Lücken im Histogramm. Das heißt, ich habe de facto wesentlich weniger Farbauflösung. Das zeigt sich auch in der Praxis dann sehr schmerzlich in so Bildern wie zum Beispiel diesen. Was war das? Na, das war's nicht. Ja, zum Beispiel diesem hier, das sieht man, ich weiß nicht, ob man es im Projekt das sieht, aber man sieht da oben links in der rechten oberen Ecke von innen aus gesehen deutliche Banding-Effekte. Das heißt, das geht nicht langsam ins Blau über, sondern das hat hellblau, dunkelblau und dazwischen ist nichts. Also so diese Effekte nennt man Banding und das ist, was man eben fürchtet und was einem guten Bild abträglich ist. Da sieht man auch so, dass da kein Farbverlauf mehr drin ist, sondern einfach zwei verschiedene Arten von Blau. Ich weiß nicht, sieht man es im Projektor? Ja, wie auch immer. Also das untere ist das Histogramm, das ich haben möchte und das kriege ich nur mit 48 Bit raus. Das zweite Problem sind Log-Curves, die sind notwendig, um hier überhaupt was zu machen. Das Grundproblem ist nämlich folgendes, meine Bildschirme werden linear angesteuert in der Helligkeit. Das heißt, wenn ich irgendwie 4096 Abstufungen habe, ist 2048 halbe Helligkeit. Aber das Auge sieht logarithmisch, das heißt, halb so viel Licht macht eine Stufe weniger. Darum sind da die Blenden auf der Kamera, gehen mit einem Faktor Wurzel 2, das heißt die halbe Lichteintrittsfläche, heißt halb so viel Licht am Film. Das schaut in der Praxis so aus, dass ich für eine Helligkeitsstufe von 4096 Helligstufen einmal die ersten 2048 verbrat. Für die nächste Helligkeitsstufe habe ich nur mehr 1024 Pixel zur Verfügung, um sie zu skalieren. Für die nächste Helligstufe nur mehr 512 und das wird, je dunkler es wird, immer weniger. Das heißt, in den dunklen Bildbereichen habe ich nur ganz wenig Farbauflösung zur Verfügung. Das will ich natürlich nicht. Was macht man? Logarithmischen Aufnahmen oder Exposure to the right. Und das ist eigentlich etwas, woran man cinematografische Kameras erkennt. Wenn Sie das haben, an Bord haben, dann sind Sie dafür verwendbar. Das heißt, das Histogramm von der Originalaufnahme schaut vielleicht so aus und ich rechne das um auf eine andere Kurve, um hier mehr Farbinformationen hinüberzubringen. Also was passiert ist, der Sensor hat irgendeine ziemlich hohe Auflösung, größer 16 Bit, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dann bilde ich das nicht linear auf diesen Graustufen ab, sondern über eine logarithmische Kurve. So, und damit kriege ich das Ganze dann in den Computer. Die Frage ist, was mache ich dann mit diesem Video? Was man in der wissen muss, ist, das ist nicht gedacht dafür, dass man sich's anschaut. Das schaut ganz seltsam aus, das ist so grau, überbelichtet. Das ist nicht zum Schauen gedacht. Also man kann es natürlich anschauen. Das ist flau, grau und farblos. Es ist dafür gedacht, ja, wenn man das versucht, mit der Hand wieder gerade zu ziehen, das funktioniert nicht, weil diese logarithmische Kurve mit den normalen Bildeditoren nicht nachbildbar ist und auch nicht einfach über RGB funktioniert, sondern das sind Zwischenabhängigkeiten, da braucht man komplexere Lookup-Tables. Das heißt, die große Frage ist, wo kriege ich diese umgekehrte Kurve herbei, damit ich das wieder zurückrechnen kann. Ja, und wenn ich das aber dann einfach zurückrechne in 24 Bit, dann ist das Ganze natürlich sinnlos gewesen. Dann habe ich insgesamt eine lineare Abbildung von 16 Bit auf 8 Bit. Das hätte ich gleich da auch machen können. Dann hätte ich mir den Zirkus erspart. Das heißt, so hat Grading vor allem von einer logarithmischen Filmmaterial überhaupt keinen Sinn. Sinn hat es nur dann, wenn ich zuerst dieses Zwischenformat wieder auf volle 16-Bit aufblase, da werde ich ein bisschen was verlieren, aber doch deutlich weniger als bei einer linearen Komprimierung und dann mit dieser umgekehrten logarithmischen Kurve reingeht, dann kriege ich ein relativ gutes 16-Bit tiefes Bild, dann kann ich mein Grading anwenden und sagen, okay, ich hätte gern die Schatten jetzt deutlich heller, weil da hinten, der sitzt im Schatten, ich will trotzdem sein Gesicht sehen und dann rechne ich zurück auf
8-Bit, weil okay, dann verändere ich es ja eh nicht mehr und in der Projektion brauche ich ja dann nicht mehr als 8-Bit. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Das ist das Bild, so wie es direkt aus der Kamera kommt, normal gegradet, also das haben wir eh schon mit den, ja, das gefällt mir aber nicht, ich hätte es gern bitte so. Und das aber noch so, dass ich jetzt alle Abstufungen auch in diesen ehemals dunklen Bildteilen habe. Das ist das Ziel. Ja, das Problem ist, woher kriegt man diese Low-Curves? Die sind nämlich blöderweise Herstellerabhängigkeit von der Kamera. Aber viele Hersteller geben sie heraus oder man kann sich sonst wie finden. Von Arri gibt es eine Download-Seite, von Sony gibt es eine Download-Seite. Blackmagic habe ich überlistet, ich habe die Gratis-Software mir runtergeladen und habe darin herumgesucht nach DL und Cube-Files und tatsächlich irgendwo ein Cube-File gefunden oder rar, das war ein passendes File. Das konnte man dann irgendwie amatieren. Es gibt aber auch Amateurseiten, die sich der Entwicklung von solchen Lookup-Tables widmen. Das ist durchaus ein Business, die werden auch verkauft. Gute Lookup-Tables sind teuer. Was ist überhaupt ein Lookup-Table? Lookup-Table, ganz allgemein, da geht es um Farbe vorher, Farbe nachher. Wie bilde ich ab Farbe vorher, Farbe nachher? RGB vorher, RGB nachher. Das heißt, ich kann mir das vorstellen als einen Würfel, Rot nach rechts, Blau nach oben, Grün nach hinten und irgendwo in dem Würfel finde ich dann den Punkt, der der alten Farbe entspricht. Wenn ich jetzt an jedem Punkt in dem Würfel ein Drittel von neuen RGB-Werten hinschreibe, habe ich genau eine beliebige Umrechnung von RGB alt in RGB neu. Das heißt, ich kann mir die Lookup-Table als Farbwürfel vorstellen. Ja, das sind an jedem Punkt in dem Würfel, auch im Inneren, sind irgendwelche Farben und sie sagen, welche alte Farbe übersetzt sich in welche neue Farbe. Damit kann ich ganz allgemein jeden Lookup-Table, nicht nur die linearen gekurften, wie wir sie im GIMP haben, abbilden. Und die gibt es in den erstaunlichsten Formaten, die meisten davon proprietär, aber eh recht lesbar, das sind halt irgendwelche so Tabellen oder CSV-Files und OCOP-Clude aus dem Open-Loot-Format, mit dem kann man sogar einigermaßen umrechnen und FFmpeg versteht manche davon. Das nutzt uns aber noch nichts, keine 48-Bit-Konversion, wir haben es schon gehabt. Und jetzt gibt es etwas ganz Wunderbares, das habe ich gefunden, das sind HALT-Siluts. Bitte fragen Sie mich nicht, ich habe nachrecherchiert, woher das Wort HALT kommt, ich weiß es nicht. Aber die Idee ist folgende, ich nehme diesen Würfel und schnippele ihn in Scheibchen und lege diese Scheibchen in irgendeiner definierten Art und Weise nebeneinander vor mir auf. Dann entsteht ein Bild von lauter Pixel. Und wenn ich weiß, wie ich die aufgelegt habe, kann ich aus diesem Bild jederzeit wieder auf den eigentlichen Farbwürfel zurückrechnen und daher diesen Lookup-Table anwenden. Das heißt, ich habe jetzt eine Repräsentation eines Lookup-Würfels in Flächenform, auf eine definierte Art und Weise. Und so schaut er aus. Warum, weiß ich nicht, ist auch völlig egal. Dieses Bildchen kodiert einen Lookup-Table, also einen solchen Lookup-Würfel. Und den kann ich bearbeiten, den kann ich verwenden. Und ich kann ihn auch mit jedem verlustfreien Bildspeicherformat abspeichern. Es muss verlustfrei sein, weil sonst kriege ich Artefakte. Und wie hurra, es ist mir gelungen, mit FFmpeg aus einem so einem 3DL-File mit einem Trick einen solchen Lookup-Table-Bildchen, also so eine HALT-Silut zu generieren für meine Kamera. Soweit mal dazu. Lookup-Tables haben erstaunliche Eigenschaften. Also erstens einmal, meine Studenten kann ich sagen, das ist eine homomorphe Abbildung. Das heißt nämlich, wenn ich sage, ich möchte auf ein Bild zuerst die zweite und dann erste und dann die zweite Lookup-Table anwenden, dann ist das dasselbe, wie wenn ich die zweite Lookup-Table auf die erste anwende, die erste jetzt als Bild betrachtet und dann das Ergebnis auf das Bild werfe. Ich kann also Lookup-Tables addieren, unabhängig vom Bild.
Das nutzt man natürlich viel, weil wenn ich jetzt die Kamera Loot habe und noch ein eigenes Grading, dann rechne ich das vorher, werfe die Ergebnis-Loot auf das Frameset und kriege ein Ergebnis-Frameset und brauche nicht zweimal hintereinander konvertieren. Das erspart natürlich schon mal viel. Weitere Eigenschaft, es löst mir ein Problem, für das ich lange eine Lösung gesucht habe. Wie kriege ich handgemachte Farbkonversionen hinüber ins Video? Die Idee ist, ich patche eine Lookup-Table unten im Bild dazu, lasse mein händisches Editieren gleichzeitig auf Bild- und Lookup-Table passieren, habe damit meine handgemachte Farbkonversion in dem Lookup-Table drin, schneide ihn wieder raus und werfe ihn aufs Video. Und damit kann ich so etwas machen wie, ich nehme einen Beispiel-Frame raus, editiere den mit der Hand und sage, so hätte ich jetzt gern das ganze Video, bitte. Das geht. Vierter Effekt von Lookup Tables, es gelingt mir damit eine Übertragung von 8-Bit zurück in 16-Bit. Das heißt, wenn ich diesen Prozess händisch editieren auf ein 8-Bit-Bild mache, kriege ich vielleicht eine Lookup Table. Ich habe zum Beispiel eine 8-Bit, also das Beispiel, so wäre zum Beispiel meine Übertragungskurve von alt in neu, so, das wäre durchaus aus der Praxis. Angenommen, ich hätte nur eine 3-Bit-Siloot, dann habe ich 8 Unterstützungspunkte für meine Kurve, dann ist die reale Transformationskurve so, also einfach die lineare Approximation dieser Kurve, und man sieht, es ziemlich nah dran an der eigentlichen Transformationskurve. Das heißt, wenn die Software interpoliert zwischen einzelnen Lookup-Punkten, dann habe ich eine relativ gute Rücktransformation. Ich sage, ich habe diese Transformation auf ein 8-Bit-Bild gemacht, die hätte ich jetzt gerne auf dem 16-Bit-Bild auch. Das war noch nicht alles. Das heißt, damit kann ich auf 8-Bit arbeiten und sagen, so, jetzt hätte ich gern dasselbe auf 16-Bit. Fünfter Effekt, ich kriege sogar verlaufendes Grading hin. Also typischer Fall, ich filme irgendwas und schwenke dann in den Himmel, dann muss ich den Himmel anders belichtet haben als den Nicht-Himmel. Kann ich sagen, ich hole mir zwei Beispiel-Frames raus, jeden grade ich mit der Hand, kriege ich zwei Lookup-Tables und dann rechne ich mir für jeden Frame einen Lookup-Table raus, indem ich die einfach prozentuell miteinander verschmelze auf RGB-Ebene. Sage, okay, 100% zu 0% hier, 50-50 Mitte, 100-0 auf der rechten Seite. Dann kriege ich für jeden Frame einen Lookup-Table und damit kriege ich Farbkonversionen, Farbverläufe hin. Und diese Frames, diese Lookup-Tables werfe ich dann alle auf die Frames und damit kriege ich mein verlaufendes Video, weil ich mit dem Lookup-Table praktisch den Farbverlauf von der Bildbewegung getrennt habe. Ja, in dem Toolset wollte ich eines noch drin haben, nämlich automatisches Grading. Am besten bewährt sich der lineares Histogramm-Stretching. Also die Idee ist, das ist das Originalbild, das ist ein Histogramm. Man sieht schon, rot, grün sind ein bisschen dunkel. Ich rechne die um so, dass rot, grün und blau beides das ganze Bild, den ganzen Helligkeitsbereich füllen. Und damit kriegt man eigentlich in den meisten Fällen einmal schon ein sehr schönes Bild, weil die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe seines Videos irgendwo mal ein tiefschwarzer und immer ein gleißend weißer Punkt vorkommt, ist groß. Und wenn ich das auf das hinrechne, dann kriege ich eigentlich schon sehr gute Bilder. Gut, was ich heute nur sehr wenig eingehen kann, sind Bildverbesserungsverfahren, Sharpening, Deshake. Was ich noch haben möchte, ich gehe jetzt nur ganz kurz drüber, sind verstärkte Farbübergänge, damit ich Kanten besser sehen kann, sind Noise Reduction, bitte immer in der Kamera abschalten, weil die Kamera hat einfach nicht die Rechenzeit, das ordentlich zu rechnen. Gute Noise Reduction auf einem Spiegelreflexfoto rechnet bei mir Viertelstunde, aber dann ist sie richtig gut. Damit können Sie jede billige Consumer-Kamera noch entscheidend verbessern. Aber das sollte man mal extra vortragen. Da gibt es verschiedene Strategien, die billigen machen so Puderquasteneffekte. Da ist dann alles, es wird nämlich die Details auch verwischt. Und die teuren Methoden, die rechnen wirklich nach, wo könnten Details drinnen sein. Allerdings rechnen die auch ein bisschen länger. Ich zeige nur eines kurz her.
Das ist die Mathematik, die da drin steckt. Das steht hier sehr genau beschrieben, wie und warum das gemacht wird. Und wer es wirklich dekodieren möchte, ist herzlich eingeladen. Ja, die Shaking gibt es auch bei FFmpeg. Da rechnen wir also zuerst durch Bildähnlichkeitsanalysen raus, wie sich die Kamera wahrscheinlich von einem Bild zum anderen bewegt hat und rechnet dieses zurück. Auch das kann man relativ gut machen. Ich erspare es mir, das jetzt vorzuzeigen. Und was es auch noch gibt, ist zeitliches Rauschen, dass also von einem stillen Bild die Pixel von einem zum weiteren rauschen. Auch das kriegt man mit FFmpeg relativ gut in den Griff. Aus all diesen Dingen habe ich einen Workflow definiert und gesagt, was möchte ich überhaupt? Ich möchte arbeiten können, ich möchte das relativ flexibel halten, ich weiß noch nicht genau, was ich brauche. Schreibe ich es doch in ein Skript und schreibe eine Utility, die mir diese Skripts abarbeitet, sodass ich für jedes Video so ein Steuerskript habe, dass mir das Grading macht, und zwar in folgenden Arbeitsschritten. So schaut mein Workflow aus. Als erstes extrahiere ich einmal aus dem Video Frames, und zwar nur Beispielframes. Ich kann einstellen, in welchen Etappen, aber so üblicherweise alle 4 Sekunden ein Frame als Bild, und patche gleich unten eine Identity Loot dazu. Das Ganze kann ich genauso bei Raw Images anwenden, indem ich aus dem Stream eben jeden hundertsten Frame herausnehme. Zweiter Schritt. Ich lasse so ein Auto-Grading drüber laufen. Das heißt, ich analysiere jedes einzelne Bild mit einem kleinen F-Image-Magic-Skript, wo ist der hellste Punkt, wo ist der dunkelste Punkt, und stretch das und merke mir das in einer so einfachen Tabelle, suche dann in der Tabelle das Maximum und das Minimum und grade alle Images auf dieses Maximum und Minimum hin. Damit kriege ich ein automatisches Grading. Dann kommt das händische Grading. Dann nehme ich diese Bilder her und die, die mich interessieren, schmeiße ich in den GIMP und sage, okay, das hätte ich jetzt gern so und so und so, und rechne das zurück. Ich habe auch so Tools drin, wie zwischen dem Frame bitte einen Verlauf. Das werde ich nachher in der Demo noch herzeigen. Und dann rechne ich einmal einen Preview, indem ich diese Lookup-Tables, die ich jetzt händisch erzeugt habe, einmal auf diese Frames rechne und die Enhancements, also Sharpening, da händisch rechne, und dann kriege ich da ordentliche Previews und kann man mal anschauen, ob das Video ordentlich so sein wird, wie ich es gern möchte. Wenn das dann der Fall ist, dann lasse ich denselben Prozess auf alle Frames los. Das heißt, ich extrahiere alle Frames, nehme die Lookup-Tables, interpoliere dazwischen, also wenn ich alle 100 Frames einen Lookup-Table habe, dann muss ich halt dazwischen Farb interpolieren nach dem Verfahren, das ich gerade gezeigt habe, rechne die Enhancement nachher und setze das Bild nachher wieder zusammen. Zur Orientierung, hier genügt ein 8-Bit-Workflow, das ist alles volle 16-Bit-Farbtiefe, erst ganz am Schluss wird klarerweise dann auf 8-Bit reduziert, weil Motion JPEG ist nur 8-Bit, und damit gehe ich dann in den Schnitt. Aber danach wird ja die Farbe auch nicht mehr verändert. So schaut so ein Steuerskript aus. Da gibt es diese Phasen, Extract, Histo, Autocaller, Preview und Final. Und da kann ich jetzt überall reinschreiben, in der Phase Extract hätte ich gerne ein FFmpeg mit diesen Optionen. Also das sind direkt die Optionen für die FFmpeg-Filter. Das ist auch ein FFmpeg-Filter, und gewisse Filter habe ich mir vorbereitet mit Keywords, die vom Skript aufgelöst werden und dann in den passenden Filter übersetzt werden. Zum Beispiel die Shake, ne? Das ist ein endloser Command-String, das will ich nicht immer jedes Mal hinschreiben, das sind sowas wie Makro oder Kürzel. Ja, und damit komme ich zur großen Demo, wo ich versuche, das mal an einem kurzen Video zu zeigen. Ich bitte zu berücksichtigen, dass ich hier ein winziges Netbook habe. Okay, das heißt, ich habe hier ein Video, ich kann es dem nicht einmal herzeigen, weil es ist zu groß, in Rohform, und als erstes extrahiere ich mal die Beispielframes daraus. Das sieht man hier in dem Keyword Extract, jetzt fange ich das mal an.
Und das ist so eingestellt, dass es genau zwei Beispielframes extrahiert, damit man das sehen kann. Ja, in der Zwischenzeit kann man, glaube ich, schon den Geeky anwerfen. Der Geeky ist ein einfacher Bildbetrachter, sonst kann er nichts. Sie können jeden nehmen. Also das ist kein spezifisches Tool. Mit jedem Bildbetrachter ist das möglich. Umftemp. So. Und der hat hier offensichtlich ein Directories erstellt. Was uns jetzt interessiert, ist das RAW. Und da hat man schon so schauen, also die RAW-Frames aus, das ist viel zu grau. Da unten ist die Identity-Loot dazu gepatcht. Und das ist das zweite Bild, das er hier macht. So, das, sonst ist da noch nichts drinnen, sonst ist noch nichts passiert. Als nächstes kommt die Phase Histo, das heißt, hier werden die Histogrammdaten extrahiert und machen wir gleich die Color Phasen hinten nach, also das ist eigentlich die automatische Farbgebung. So, was passiert da? Ja, da extrahiert einmal das eigentliche Bild. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, aber man rechnet es ja nur einmal. Also ich habe schon länger überlegt, wie man diese Phase beschleunigen könnte. Wird einmal ein Studentenprojekt sein, das in C zu schreiben. Derzeit läuft das als Skript. Aber es quält mich auch nicht sehr, weil das macht man nur einmal. Selbst für ein anderes Grading muss ich es nicht wiederholen. Das heißt, der Arbeitsablauf ist, ich komme nach Hause, stecke den Chip in die Kamera, sage einmal bei allen meinen Videos automatisch in ein Skript, extract histocolor und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag oder auf einen Kaffee, das genügt in dem Fall, und am nächsten Tag schaue ich was dann an, werfe die richtigen Frames in den GIMP, schaue mir dann Preview nochmal an, ob es passt und sage Process und dann kann man wirklich schlafen gehen und am nächsten Tag sind die Videos so fertig, wie ich sie möchte. Damit habe ich Rechenzeit, also Zeit eingesetzt und mir Geld erspart. Letztes Mal egal, das läuft auf meinem Server im Hintergrund, das ist, quält mich nicht. Da sieht man auch schon, was er errechnet hat, gesagt 4,4% bis 81% geht dieses Histogramm. Das heißt, unterhalb von 4% Helligkeit sind keine Farbwerte mehr. Und oberhalb von 80 sind auch keine mehr. Das heißt, man kann diesen Bereich jetzt auf 0 bis 100 strecken, ohne dass man etwas verliert. Das funktioniert nicht in allen Bildern, was ja bei Sonnenuntergängen, die einen klaren Farbbias haben, kann man das nicht machen, weil sonst hat man den Sonnenuntergang in Grau. Das will man nicht. Aber für viele Videos ist das einmal ein guter Ansatzpunkt, um dann mit der Hand wegzugraden. Ich möchte in dem Zusammenhang kurz vielleicht auch zeigen, wie dieses Skript ausschaut, jetzt nochmal im Detail. Das sieht man nämlich, das kann man auch einstellen. Ja, ich kann sagen, ich möchte, A ist das Automatic, das heißt, er stretcht RGB getrennt für sich. Ich kann auch sagen, ich möchte die Grauwerte stretchen. Ja, ich möchte die RGB-Abstände lassen und ich stretche nur, oder ich kann überhaupt einstellen hier, was ich will. Das ist im Skript hinschreibbar und normalerweise existiert zu jedem Video einfach ein Skript. So, damit habe ich die Zeit gefüllt, dass hier die Color Phase schon vorbei ist. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich ins Grading gehen. Dazu schaue ich mal
die Ergebnisse der Color Phase an. Das wäre jetzt also das automatische Grading. Das kann, in vielen Fällen ist das schon ganz wunderbar, aber in dem Fall entscheide ich, dass mir dieses Bild irgendwie noch zu dunkel ist. Ich hätte gern mehr, ich weiß nicht, sieht man das im Projekt halbwegs, ich hätte hier gerne mehr Kontrast, mehr Auflösung, mehr Farbe da unten bei den Rädern. Also machen wir es zum Beispiel so, wir gehen, also ich kann da fast jedes Tool nehmen, aber bitte nur solche, die rein die Farben verstellen. Schauen Sie, da kriege ich schon so, das ist mir aber der Aufbau ein bisschen zu hell, reduzieren wir den wieder ein bisschen. So, und dadurch, dass ich diesen selben Edit jetzt auf der Lookup-Table auch gemacht habe, ist der in der Lookup-Table gespeichert. Ich muss es nur mehr abspeichern. Und damit man den Effekt gut sehen kann, möchte ich, dass ja, nach einer Zeit lang da im Hintergrund sieht man, dass das Skript abläuft. Hoffentlich. Na, das sieht man noch nicht, Moment. Damit man das auch gut sehen kann, möchte ich im anderen Skript was völlig Verrücktes tun. Irgendwas, was man sonst vielleicht nie tun würde, außer jetzt für irgendeinen strange Art-Effekt. Stellen wir das ganze Ding mal nach grün. Ah, und außerdem wollen wir ihm noch mehr Saturation geben. Also das wird sicherlich weit über das, was man fürs Grading von einem Sonnenuntergang braucht, hinausgehen. Aber an sich ist auch das möglich. So, weg mit dem GIMP. Wie gesagt, das ist ein Netbook mit 2x1 Gigahertz. Das ist schon ein bisschen angestrengt, aber von einem normalen Desktop-Rechner der heutigen Generation ist das kein Problem mehr, sowas zu rechnen. Okay, und jetzt muss ich noch sagen, okay, zwischen den beiden möchte ich einen Verlauf haben. Das, da habe ich ein Skript eingebunden, apply loot gradually. Da wird er jetzt nicht viel tun, wenn es nur 2 sind, wenn das aber 10 Bilder sind, dann... Das möchte ich nachher in einer weiteren Demo noch zeigen. Dann wird er zwischen diesen beiden interpolieren, farbinterpolieren. So, zur Kontrolle. Ich habe hier wirklich 2 sehr unterschiedliche Lookup-Tables und von diesen beiden Lookup-Tables wird jetzt der Prozess rechnen, indem er dazwischen interpoliert. Vielleicht leiste ich mir den Luxus, vorher noch einen Preview zu machen. Okay, das findet sich da im Preview Directory. Da finde ich jetzt so, schaut das erste Bild jetzt in der Praxis aus und das zweite und dazwischen möchte ich offenbar einen Verlauf haben. Ja, okay, von mir aus. So soll das also ausschauen. Und damit kann ich den das Processing von dem Video anwerfen. Und jetzt macht er genau denselben Arbeitsverlauf wie im Preview, halt nur jetzt diesmal auf allen Frames. Und zwischen den beiden, wo er keine Lookup-Tables hat, dort muss er halt die 2 Lookup-Tables miteinander patchen. Ja, während das passiert, erzähle ich vielleicht noch nebenbei, wozu das auch noch gut ist. Das erlaubt er nämlich auch, selbst egal ob ich es jetzt mache oder ob man es in einem Team macht, beim größeren Videoprojekt, das zu machen, was in jedem professionellen Kinoprojekt auch gemacht ist, nämlich Grading und Cutting zu parallelisieren und unabhängig zu machen. Also Cutting ist echt der Schnitt, so wie viele Zehntelsekunden kommt jetzt dieses Video, wie verläuft der Ton, wo wird übergeblendet, wo wird geschnitten, also wirklich den Cut. Und das Grading, das ein ganz anderer Arbeitsprozess ist, Hollywood-Firmen outsourcen das. Es gibt in Hollywood eigene Grading-Firmen, die machen nur Video-Grading. Und zwar auf folgende Weise, indem ich sage, ich nehme aus meinem Rohmaterial, mache ich ein schnelles Raw-Grading mit irgendeinem Tool, da sind mir alle Bending-Effekte wurscht, da ist mir egal, ob das ordentlich dargestellt wird, ich muss nur ungefähr sehen können, was drauf ist. Mit dem Raw-Grading gehe ich in den Schnitt, zum Beispiel mit Cinelera, aber auch mit anderen Tools. Und bei Cinelera ist es erfreulicherweise so, dass ich am Schluss dann so ein XML-File rauskriege.
Das schaut dann zum Beispiel so aus. Ja, und da stehen im Hardcode die Pfade von diesen Movies drinnen, also von diesen Snippets, die ich irgendwie verwendet habe. Da steht dran drinnen, im sinngemäß von diesem Snippet verwende die Sekunden 3,5 bis 3,9. Oder Frame, von Frame bis Frame und von dem anderen das und dann gibt es noch Effekte drüber und alles Mögliche. Nichts ist leichter, mit einem Editor oder mit einem Set-Skript diese Snippets auszutauschen und dann kann ich den Sinnelehrer im Batch-Mode über die ordentlich gegradeten Skripts drüber fahren lassen. Und damit habe ich erreicht, dass hier die gegradeten Skripts in genau dem Cut zusammenkommen, wie der Cutter mit den schnell gegradeten Skripts gemacht hat. So, jetzt hoffe ich, dass mein Video mittlerweile fertig ist. Na, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, dass die Rechenleistung ausreicht. Dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit herzeigen, wie dieses bei einem etwas praxisgerechteren Beispiel, das nicht mit zwei Frames passiert, funktioniert. Ich habe schon vorextrahiert ein anderes Videobeispiel, das etwas mehr Frames hat. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Aber man kann sich immer ganz gut vorstellen, wie das in der Praxis ausschaut, indem man es einfach wie beim Daumenkino schnell abspielen lässt. Auch da gefällt mir das nicht, wie die Schatten dargestellt werden. Ich kann mir zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt diesen ersten Frame wieder in den GIMP. Es ist sensationell, was das kleine Netbook leistet, oder? Und sage, okay, das gefällt mir so nicht, ich hätte da gerne eine Kurve. Und sagen wir mal, das soll vielleicht ungefähr so ausschauen, aber wiederum ist mir jetzt der Himmel zu hell. Zwar an dem Tag so, es war sehr schattig. Und damit schaut der Flieder auch wirklich aus wie Flieder. So, das werfe ich über den. Was ich jetzt tun kann, und sagen, okay, ich möchte jetzt diese drei Frames gerne so haben, wie das hat er noch nicht nachgezogen, dauert ein bisschen. Und jetzt hätte ich gern diese drei Frames von links nach rechts alle gleich. Also from left to the right, die drei Frames, die drei Beispielframes. Was macht er im Hintergrund? Er extrahiert den Lookup-Table von dem linken und rechnet ihn über die weiteren drüber. Wie gesagt, am Rechner auf einem halbwegs gescheiten Quad-Core, aber auch nur im normalen Consumer-Rechner, geht das in erträglicher Geschwindigkeit. Und schon sehe ich, haben die in etwa die gleiche Farbe wie das linke. Sieht man das im Publikum? Und jetzt kann ich wieder so Dinge machen, wie sagen, okay, das letzte will ich jetzt in irgendeiner ganz anderen Farbe haben. Und wie irgendwie, ja, das würde ich gerne noch herzeigen. Ja, noch 5 Minuten Zeit. So, da machen wir irgendwie wieder was Verrücktes. User Duration ist immer lustig. Okay, ich will eine andere Farbgebung drin haben. Ich habe jetzt einen lila Himmel und außerdem den noch knallbunt. Das ist irgendwie langweilig. Das Ganze noch deutlich, nein, nicht heller. Ja, wie auch immer, so zum Beispiel, ist schon recht fehlfärbig. Also in der Praxis wäre ich natürlich eher, also wenn, außer ich habe irgendeinen Artefakt,
werde ich natürlich eher schauen, dass man sonst die Farben stimmen, dass ich schöne Sonnenuntergänge habe und dergleichen. Dann sehe ich mit ein bisschen Glück, dass das letzte Bild hier auch schon dieselben Fehlfarben hat und jetzt kann ich sagen, okay, ich hätte jetzt von da bis da hinüber gern diesen Verlauf. Und das reicht in der Praxis als Granularität völlig, ich brauche es nicht pixelgenau, also nicht framegenau, weil wenn ich es framegenau einen Verlauf brauche, dann ist es eh besser, ich schneide zuerst und grade dann auf den Snippets. Aber sondern wenn das so Sonnenuntergangssachen sind, ist das egal, ob das eine halbe Sekunde vorher oder später einsetzt, dieser Verlauf. Das sieht man oft überhaupt nicht, dass es überhaupt einen Verlauf gibt. Man sieht nur, es schaut am Anfang gut aus und am Ende gut aus. Aber im Extrem sieht es dann in etwa so aus. Ja, lassen wir das mal rechnen, weil in der Zwischenzeit muss ich einen Arbeitsschritt einlegen. Erfreulicherweise ist das Video fertig, aber ich muss einen Arbeitsschritt einlegen, um den auf diesem überhaupt herzeigen zu können. Ich muss es nämlich auf halbe Größe rechnen, weil das wäre jetzt ein Full HD und das kann er gar nicht anzeigen. Also rechnen wir es runter auf halbe Größe. Das dauert Gott sei Dank nicht lange. In der Zwischenzeit sieht man schon, wenn man das Daumenkino sich jetzt vorstellt, dass es noch gut belichtet, das ist auch noch ganz normal und jetzt fängt das langsam an, in die Fehlfarben zu gleiten. Und so wäre dann auch der Verlauf im Video. Unten sieht man immer die Lookup-Table, die zu dieser Farbkonversion dazu passt. Hurra! Und damit kann ich mir meinen Flug jetzt anschauen. Ich lasse ihn gleich mehrere Male abspielen. Sieht man das? Ja. Ah, das ist zu groß, das sieht man nicht. Falsches File. Das ist der Anfang, so würde es wirklich ausschauen und man sieht, wie sich das Video langsam umfärbt. Das ist ein bisschen wackelig, das ist aus der Hand aufgenommen. Jetzt würde ich noch einen Deshake drüber laufen lassen und dann hätte ich ein schönes, sauberes, langsam laufendes Video. Das, wie erwähnt, volle 48-Bit gerechnet wurde und erst im allerletzten Augenblick auf 24 runtergerechnet. Und Sie sehen, es funktioniert auch auf einem Netbook. Ja, in der Praxis rettet mir das, wie gesagt, mein Hobby. Und mit diesen Utilities habe ich auch alle Möglichkeiten offen, schnellere, langsame Skripts, all das, was die Command Line der vier erwähnten Tools bieten, kann ich da jederzeit hineinschreiben und dann wird das in der Chain mitgerechnet. Damit ist diese Kette auch sehr flexibel gehalten. Fazit, die Bedienung ist vielleicht etwas sperrig und ist natürlich für einen Laien ungeeignet. Für mich ist sie eigentlich ganz machbar, ich komme gut damit zurecht und habe den großen Vorteil, dass das jederzeit im Hintergrund mit einem GNU-Screen läuft. Die Skripts selber sind archivierbar, ich kann jederzeit so ein sogenanntes Videoskript mit dem Video archivieren und weiß genau, wie ich das gerechnet und transformiert habe. Wenn es irgendwie einfällt, ich habe einen besseren Filter, kann ich es noch einmal graden, kriege ein besseres Video. Remote Grading Cluster, also ich kann mir jederzeit einen anderen Rechner hinstellen, ich spiele das Video rüber, das Skript rüber und es rechnet schon. Die Qualität ist absolut top, das sind nämlich tatsächlich die besten Algorithmen, die es überhaupt gibt. Also die sind sicher genauso gut, wenn nicht besser als die Algorithmen in den kommerziellen Tools, weil das oft von Dissertanten als Proof of Concept verwendet wird. Es ist ausbaufähig, ist adaptierbar und damit kann ich nur schließen mit meinem ewigen Appell, mind the command line.
Ja, wie gesagt, ich habe mit den Leuten von Apertus geredet. Video Grading ist tatsächlich ein unbeackertes Feld. Das weiß also natürlich niemand im Open Source Bereich so recht, wie man das macht, weil es die Hardware dafür noch nicht billig gegeben hat. Ich habe die feste Absicht, das zumindest mal zu einem kleinen Projekt zu machen und in ein Package zu packen und eine kleine Website drüber zu machen, die wird in den nächsten Wochen, hoffe ich, entstehen können. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ja. Ja, natürlich, dass man nicht unnötig Frames gradet. Ja. Aber man kann zum Beispiel einen Rohschnitt machen und sagen, okay, die 5 Snippets werde ich verwenden, aber ich weiß noch nicht, ob ich 3 oder 7 Sekunden daraus verwenden werde. Dann nehme ich das Größere und gebe das dann mal ins Grading und dann mache ich den Feinschnitt und stimme es auf die Musik ab und so und erst im allerletzten Schritt packe ich die richtigen Videos, also die richtig gegradeten Videos hinein, lasse das auf per Batch, das geht übrigens auch auf der Command Line auf meinem Server laufen und am Schluss habe ich ein ordentliches Video. Also ordentlich im Sinne von für mich fotografisch befriedigend. Das läuft Full HD derzeit, einfach deswegen, weil meine Kamera mir nicht mehr hergibt. Ich habe mir gedacht, ich stelle sie mal her, weil sowas ausschaut. Aber das Verfahren selbst geht für 4K natürlich ganz genauso, entsprechende Rechenleistung vorausgesetzt. Ja, man braucht super viel Speicherplatz auf der Platte, um die Frames rauszurechnen. Aber mein Gott, eine Terabyte-Platte kostet heute auch nicht mehr so viel. Ja, danke, wenn es keine Fragen mehr gibt. Ja, danke auch von meiner Seite für die Veranstaltung der Lieblingswoche für Ihr Kommen.